Hey, liebe Leute, willkommen zurück in Sherlock Holmes, die Spur der Erwachten, remastered für den PC. Im letzten Part sind wir aus Amerika wiedergekommen und ja, wollen jetzt zum nächsten Ort, haben allerdings nur komische Zeichen und Zahlen und Buchstaben und Zeichen und Zahlen und Buchstaben. Und Holmes ist zum ersten Mal nicht schlau genug, das Rätsel selbst zu lösen. Deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, müssen Watt und Buchmann fragen. Was ist denn das? Ist das eine Taube? Hallo. Ich mag Tauben. Ich weiß, viele mögen die nicht, aber ich mag die. Hallo. Mr. Holmes, Dr. Watson, was für eine Freude, Sie zu sehen. Wo waren Sie denn nur? Sie waren ja ein paar Monate fort. In der Tat, wir haben eine sehr lange Reise unternommen und sind eben erst zurückgekommen. Es gibt jedoch wichtigere Dinge zu besprechen. Haben Sie nicht gesagt, dass Sie etwas über alte Völker wissen? Ihre Sprache, Ihre Schrift und Ihre Sitten? Das habe ich in der Tat gesagt, Mr. Holmes. Warum fragen Sie? Ich habe da so ein Buch. Sie sind genau der Mann, den wir brauchen. Mir ist auf unseren Reisen dieser esoterische Text in die Hände gefallen und ich habe mich gefragt, ob... Stimmt etwas nicht, Barnes? Mr. Holmes, wo haben Sie das her? Dieses Buch, ein echtes Museumsstück. Wenn Sie so gut sein könnten, einige dieser Fragmente für mich zu übersetzen, stünde ich tief in Ihrer Schuld. Besonders interessieren mich diese Seiten hier. Sie sind in sehr schlechtem Zustand und scheinen daher am häufigsten gelesen worden zu sein. Mit Vergnügen. Ich werde mich sofort an die Arbeit machen und Sie über meinen Fortschritt auf dem Laufenden halten. Glauben Sie mir, dieses Buch enthält eine mächtige Sprache, wie eine Art dunkle Magie. Furchtbar beeindruckend. Ich gebe Ihnen Bescheid, sobald ich fertig bin. Die armen Blumen haben immer noch kein Wasser bekommen. Okay, ich habe gar keine Gegenstände. Okay. Ja, dann gehe ich mal wieder nach Hause. Und das wird es dann wahrscheinlich gewesen sein. Ach, du schon wieder. Strand, kaufen Sie den Strand! Drei Schiffe noch immer auf See verschollen. Alle an Bord wahrscheinlich tot. Kaufen Sie den Strand. Das Neueste über die verschwundenen Schiffe. Gib mir die neueste Ausgabe, mein Junge. Danke, Mister. Sturm des Jahrhunderts. Ihr könnt hier mal pausieren und das selbstständig lesen. Ich würde den ganzen Artikel ungern vorlesen. Ich werde selbst mal kurz drüber fliegen. Seite 1. Könnt ihr hier nochmal pausieren für Seite 2. Oh, hey. Die Seite 3 haben wir hier auch noch. Und die Seite 4. Watson, sehen Sie nur die Nachrichten über all die vermissten Schiffe. Ich habe eine Idee, aber dafür brauchen wir eine Karte der schottischen Küste und des angrenzenden Meeres. Es hat keinen Sinn, Barnes zu fragen. Ich möchte seine Aufmerksamkeit nicht von der Übersetzung ablenken. Das stimmt wohl, Holmes. Aber wo sonst könnten wir eine solche Karte finden? Das weiß ich doch nicht. Wenn du keine bei dir hast, keine Ahnung. Vielleicht hier? Nein. Kann ins Hafen das ist doch ganz einfach. Wenn wir eine Seekarte suchen, dann müssen wir zum Hafen. Ja. Das ergibt doch sogar wirklich Sinn. Moin. Guten Tag, Sir. Guten Morgen, Gentlemen. Hätten Sie gern ein halbes oder etwas feineres? Danke, aber im Moment brauche ich nur Informationen. Ihr gutes Ale muss leider warten. Zu schade, wirklich. Wissen Sie zufällig, wo ich Karten der örtlichen Gewässer bekomme? Sie werden im Büro des Hafenmeisters aufbewahrt. Aber ich fürchte, nur wer geschäftlich im Hafen zu tun hat, darf dort hinein. Sie verstehen. Ganz genau. Ich brauche eine Karte des schottischen Gebiets, wo all diese Schiffe in letzter Zeit Schiffbruch erlitten haben. In der Tat. Welch traurige Geschichte. All die armen Seelen, die auf dem Meer verloren gingen. Es scheint, als wäre der Teufel selbst dort am Werk. Warten Sie mal.
Eine Karte der schottischen Küste, sagen Sie? Ich glaube, ich habe eine in meinem Zimmer da drüben, hinter der Bar. Hier ist der Schlüssel. Nehmen Sie ihn und sehen Sie selbst nach. Wenn Sie sie finden, können Sie sie mitnehmen. Dankeschön. Hier? Ich brauche etwas. Ja, haben wir. Hübsches Zimmer. Lord Rochesters Sohn auf dem Weg nach Ein Indien. Foto von Rochester als junger Mann. Mais pourquoi? Ich habe, was wir brauchen, Watson. Jetzt sehen wir uns einmal diese Karte an. Scotland West Coast. Kann ich hier rauszoomen? Da ist ja kein Mensch. Warte mal. Das ist... Wie sind die Karte aufgebaut? Moment, jetzt bin ich ja gerade ganz verwirrt. Warte mal, Ach, so ist das hier schon, Schottland. Und das hier dann... Okay, egal. Sehen wir uns einen Moment mal die Fakten an, Watson. Kein Geheimnis kann einem wendigen Verstand entgehen. Doch, ich bin komplett verwirrt. West Coast of Scotland. Okay, ich muss hier vermutlich irgendwas anklicken, oder? Sehen wir uns einen Moment mal... Ja, halt mal die Chance. Wo sind die Dinger hier? Wo sind die untergegangen? Über der schottischen und irischen Küste. Zweifellos kommt die französische Polizei einmal zu spät und ja, einbricht das Raubzüge. Ich habe mal wieder gar keine Ahnung, wonach ich suche, ehrlich gesagt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich hier dann irgendwie jetzt draufklicken muss. Sehen wir uns einen Moment mal die Fakten. Was ist meine Aufgabe gerade? Soll ich auf der Karte quasi das Ding finden, wo ich hin muss, oder? Oder gibt es hier noch andere Karten? Ich kann mir nur die eine angucken. Nimm die doch einfach mit. Warte mal, Schottland. Das hier wird Schottland sein, oder? Wo ist denn dann Irland? Bin ich jetzt gerade dumm? Ist das nicht hier? Oder ist es dann schon zu tief? Ich kenne mich leider in Großbritannien auch gar nicht aus. So klar, ich weiß, wie die Insel aussieht, also die Inseln und wie die aufgebaut sind, grob, aber ich hab gar keine Ahnung, was jetzt hier Inverness ist, wo das ist und Skye und sowas. Habe ich gar keine Ahnung, oder Cromarty, Sutherland. Und dass man hier nicht rauszoomen kann, obwohl er diese Karte ja vor sich liegen hat, macht mich gerade ganz wahnsinnig. Warte mal, ich habe doch die Zahlen. Wie war das? 6 noch irgendwas? Sehen wir uns einen Moment mal. Ja, wo sind denn die? Hier. Okay, das waren die Zahlen. 5, 6, 4, 3, 6, 0, 6, 1, 3, 4. Was davon ist jetzt oben, was ist unten? 59, 58, 57. 56,4 1, 2, 3 6 so ungefähr hier. Und oben haben wir 0,6 0,6 1 1, 3, 4. Also ungefähr hier, oder nicht? Nee, warte. 1, 2, 3. 6. 1. Ja, hier. 0,6 haben wir. 0,6. Guck mal. 1. Achso, 1.
6 geht in die Richtung. 1, 2, 2, 3, 4 hier. Und da hatten wir 56,4. 1, 2, 3. Hier. Watson, das bedeuten diese geheimnisvollen Zahlen. Länge und Breite. Sie geben einen Punkt an der schottischen Küste namens Ardna Merkham an. Bringen wir den Schlüssel zurück zum Wirt und fragen ihn, ob er diesen Ort kennt. Bam. Also. Hi. Haben Sie alles gefunden, was Sie brauchen? In der Tat, Sie hatten recht. Ich habe die Karte gefunden, genau wie Sie gesagt haben. Können Sie etwas mit dem Namen Ardna Merkham anfangen? Aber ja, das ist ein Leuchtturm an eben dieser Küste. Der Legende zufolge wurde er über einem Piratenversteck errichtet. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, dieser Ort befindet sich mitten in dem Sturm, der all diese Schiffe zerschellen lässt. Ein ziemlich merkwürdig aussehendes Gebäude. Man sagt, der Kerl, der es gebaut hat, Stevenson hieß er, glaube ich, der hätte den Eingang mit fremden Symbolen, ägyptischen Obelisken und sogar einem Hund mit Flügeln verziert. Komisches Zubehör für einen Leuchtturm, nicht wahr? Sehr. Ich gucke mir noch mal ganz kurz, wenn Tag ist. Und guten Morgen, hat er ja gesagt. Das hat keinen Sinn. Okay, schade, ich wollte mir den Hafen noch mal bei Nichtnacht angucken. Jetzt habe ich meine Notizen runtergeworfen. Aber gut, ich brauche das ja auch nicht mehr. Ich habe die Koordinaten ja. Gut, dann gehen wir jetzt noch mal fix zu Barnes. Und ich glaube, dann fahren wir nach Schottland. Meine lieben Leutchen. Und vielleicht kommen wir da dem Mysterium noch in großen Schritten näher. Barnes. Mr. Holmes, es ist mir gelungen, die gewünschten Seiten zu übersetzen. Kommen Sie, ich zeige es Ihnen. Dieses Buch ist recht alt. Es erzählt von einer schrecklichen Sekte, die sich merkwürdigen Wesen verschrieben hat. Die Beschreibungen sind vage, aber wir können annehmen, dass der Ursprung dieses Mythos im zerstörerischen Leviathan aus der Bibel liegt. Eine Kreatur, die angeblich in einer seltsamen Stadt unter dem Meer schläft und träumt. Ein Albtraum, der im Meer schläft. Ganz genau. Die Seiten, die Sie mich zu übersetzen baten, enthalten ein Gebet oder eine Anrufung dieses Wesens und die Beschreibung der dazugehörigen Zeremonie. Um ehrlich zu sein, was in diesem Buch beschrieben wird, müsste einen zum Lachen bringen, wenn da nicht diese schrecklich obszöne, morbide und blutrünstige Sprache wäre. Und diese Zeremonie, was können Sie mir darüber sagen? Versprechen Sie mir, dass Sie nicht lachen. In dem Buch steht, dass vor Hunderttausenden von Jahren während einer bestimmten Sternenkonstellation ein Priester diese Riten vollzogen hätte und dabei den Namen eines zerstörerischen Leviathans ausgerufen hätte. Der Priester intonierte seinen Namen und rief ihn auf die Erde zurück, damit seine Anhänger ihm das geben konnten, was ihm zustand. Dann bat der Priester einen Vertreter jeder Nation der Erde, die Anrufung zu rezitieren und sich von einem gigantischen natürlichen Felsenturm, umgeben von Wasser, ins Meer zu stürzen. All das ist ziemlich absurd, nicht wahr? Bitte fahren Sie fort, Barnes. Wie Sie wünschen. Weiter steht da, dass die Zeremonie unter dem Bild des Boten der äußeren Götter stattfinden muss. Über diese Wesen steht dort sonst nichts Genaues mehr. Der Beschreibung zufolge sehe dieser Bote jedoch recht ähnlich aus wie die ägyptische Sphinx. Nur hat sein Gesicht keine Gesichtszüge und ist pechschwarz. Eine Götterstatue von gleichem Aussehen muss an der Zeremonie teilnehmen. Aber können Sie sich das vorstellen? Ein sogenannter Priester und eine internationale Menschenmenge auf einem Turm, die alle zusammen von einem gesichtslosen Steinlöwen mit Flügeln singen. Ich kann mir das sogar sehr gut vorstellen, Barnes. Sie sagen, dass diese Menschen sich ins Meer stürzen müssen, damit ihr Gott bekommt, was ihm zusteht? Aber worum geht es dabei? Was sucht dieser Gott? Das ist der lächerlichste Teil dieser Geschichte und beweist, dass es sich um einen reinen Mythos und Einbildung handelt. Selbst in der Theorie hätte diese Zeremonie niemals stattfinden können. Im Altertum wäre es nahezu unmöglich gewesen, Vertreter aus jeder Nation der Erde an einem Ort zusammenzubringen. Ich verstehe Sie, Barnes. Bitte tun Sie mir den Gefallen und beantworten Sie meine letzte Frage.
Was will dieser Leviathan von uns? In der Tat schulden wir diesem Wesen angeblich unsere Welt. Wenn man diesem Buch zufolge die Zeremonie abhält, die Menschen sich opfern und der Dämon angerufen wird, erhebt er sich und verschlingt die Erde. Ja, Holmes, sie strebten nichts weniger an als das Ende der Welt. Was für ein Unsinn! Danke, Barnes. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen. Ich muss jetzt die Zeitung von vor unserer Abfahrt. Suchen Sie sie, Watson. Es stand ein Artikel über die aktuelle Sternenkonstellation drin. So erfahren wir vielleicht genau, wie viel Zeit uns bleibt. Aber Holmes, Sie glauben doch wohl nicht. Die Zeitung, Watson. Suchen Sie diese Zeitung. Schottland. Sehen Sie, Watson! Das Licht ist kaum zu sehen! Das erklärt die zerschollenen und verschwundenen Schiffe in letzter Zeit. Holmes, wenn wir nicht bald einen Platz zum Anlegen finden, werden Sie unsere Namen wohl zu den armen Seelen schreiben, die in diesen Gewässern verloren gingen. Oh mein Gott! Sehen Sie, Holmes! Das Meer, es hat ihn einfach verschlungen! Lämmer für die Schlachtbank! Watson, wir müssen das verhindern! Das müssen wir. Oh je, wir sind ja wirklich hier angekommen. Hat erstmal ein bisschen Vibes von The Lighthouse. Großartiger Film übrigens. Könnt ihr euch sehr gerne mal anschauen. Wenn ihr so atmosphärische Filme sehr gern mögt. The Lighthouse mit Defoe und Pattinson. Dieses Seil ist nicht sehr stabil. Aber es ist das Beste, was wir haben. Mit Defoe und Pattinson war nice. Ich wollte gerade erst Daniel Defoe sagen, aber der hat da, glaube ich, nicht mehr mitgespielt. Nee, sorry, ich meinte natürlich Willem Defoe. Ja, hier ist ein bisschen was zerschellt. Was konnte ich hier gerade? Ach, ich kann mich Schiffsräume, hier kann ich mich hin teleportieren. Okay, hier ist auch noch so ein zweites Seil, aber das kann ich jetzt gerade nicht aufheben. Vielleicht später nochmal. An dem Stein da vorne habe ich gerade keinen Dingspunkt bekommen. Ich gucke nochmal, ob ich da oben so einen Teleportationspunkt bekomme und ansonsten mache ich mich straight auf zum Leuchtturm. Hallo? Oh Gott. Ein Riss in der Welt? What the fuck? Vor allem kommt von da unten Licht. Hier ist noch ein Schiffsfrag und auch noch so ein Seil. Ich könnte mir vorstellen, dass ich die Seile alle noch brauchen werde. Aber nicht mehr als eins gleich. Das feuchte Holzstück muss so viel wiegen wie zwei Elefanten. Okay. Aber dass ich aktuell nicht mehr als eins gleichzeitig tragen kann oder so. Hier ist noch so ein Loch. Moin. Hütte, Schiffswrack, Bodenöffnung. Aber da kann ich jetzt nicht reinspringen oder so. Oh. Meine Nase juckt. Ich glaube, es blüht schon wieder irgendwas draußen. Was ist denn das da? Ach, ein Stein. Okay, wollen wir doch erstmal zum Leuchtturm gehen. Sie ist fest von innen verschlossen! Ja, wer hätte das gedacht? Man hat sich besonders bemüht, dieser Statue ein schwarzes Gesicht ohne Gesichtszüge zu geben. Man hat sich besonders bemüht... Okay. Okay, ich guck nochmal kurz hier hinten. Warte mal, was habe ich eigentlich an Gegenständen, sag mal. Nicht so viel. Du hier bist auch kein... Ach, sorry, Teleportationspunkt oder so, ne? Nee, Moment mal. Okay. Aber ich kann hier, glaube ich, noch hoch. Nee, sieht doch schlecht aus. Und was war hier? Hier hatte ich das Gefühl, hier wäre doch wie so eine Lücke gewesen. Ist aber auch einfach nur optisch. Okay. Das da könnte vielleicht noch relevant sein. Ich will noch mal kurz gucken. Ich hatte ja hier diesen Stamm. Kann ich hier vielleicht so ein Seil ranbinden? Das feuchte Holzstück muss so viel... Okay. Ihr seid auch noch neu. Also mit euch habe ich zumindest noch Hier sind drei Salzwassergeysire.
Wir sollten uns ins Gedächtnis rufen, was McGrintys Mann sagte, bevor man ihm die Kehle aufschlitzte. Was denn? So ist es nicht richtig. Nochmal von vorne. Watson, hier sind drei Salzwassergeysire. Wir sollten uns ins Gedächtnis rufen, was McGrintys Mann sagte, bevor man ihm die Kehle aufschlitzte. Wer ist denn McGrintys Mann? Wer ist McGrinty? Hä? McGrintys Mann? Bevor man ihm die Kehle aufschlitzte? Hier, McGrinty, ein Mann, was sagte er denn mit Geysiren? Sprach von Tunneln, verborgenen Eingängen von See und Land aus, wie man sie erreichen konnte. Aus der Mitte von drei spruckenden Mündern, 30 Schritte Richtung Widder. Okay. So ist es nicht richtig. Nochmal von vorne. Watson, hier sind... Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Wir müssen rasch handeln, Holmes. Vielleicht ist das hier der 30. Schritt. Das muss der richtige Ort sein. Sie kennen meine Methoden, Watson. Untersuchen wir den Boden genau. Ich brauche etwas. Ich brauche etwas. Ich brauche etwas. Ich brauche etwas. Schnauze. Okay, also der Stein ist wichtig. Wir brauchen allerdings offensichtlich ein bisschen mehr als nur ein Seil. Vielleicht können wir ja jetzt diesen Stamm hier mitnehmen. Das feuchte Holzstück. 9. Okay, kann ich irgendwas sonst hiervon aufheben? Irgendetwas? Offensichtlich nicht. Wie sieht's denn aus an dem anderen Schiffswrack? Ja, noch ein Seil, noch ein Brett. Brett wäre ja auch nicht verkehrt. Ich muss es halt nur... Das hier zum Beispiel, das ist doch klein. Kann man nehmen. Kann man drunter stülpen und dann Hebelwirkung, oder nicht? Offenbar nicht, Holmes. Hier ist noch so ein grüner Stein. Der wird bestimmt gleich nochmal wichtig. Okay, dann gucken wir bei der Hütte nochmal. Kann das sein zu laufen? Tatsächlich! Fässer mit Süßwasser! Tatsächlich! Ja. Okay, da brauche ich irgendwie einen Behälter. Sowas zum Beispiel. Sowas zum Beispiel. Kann ich mal wieder nicht aufheben. Okay, und ich kann hier auch sonst nichts aufheben. Nicht so ein Brett, was mir vielleicht helfen könnte. Nein. Die Antwort ist nein. Und aus der Bodenöffnung ja vermutlich auch nicht. Hier sind Symbole. Hier sind sowieso Knöpfe. Und hier ist auch irgendwas so wie eingeritzt oder so ähnlich. Okay, das hilft mir jetzt alles noch nicht weiter. Er braucht etwas, aber ich hab nichts. Ich war jetzt überall wieder und konnte wieder nichts aufheben. Das kennen wir ja leider schon. Wahrscheinlich ist wieder irgendwo einfach so ein Prompt nicht aufgetaucht. Das kennen wir ich ja auch schon. Ich brauche etwas. Okay, ich guck nach, weil... Ne?
Das haben wir ja. Ja, das haben wir ja. Genau. Ja, wie kann ich den? Start und vor dem Eingang. Eine Eisenstange. Seht ihr, also das ist wieder sowas. Das war wahrscheinlich so unsichtbar. Ich habe da vorne keine Eisenstange gesehen. Also sind wir mal real. Die Gegenstände gehen ja häufig auch einfach in der Welt unter. Okay. Ja, also sehe ich jetzt natürlich ein, dass ich das brauche. Ich habe ja auch nach sowas gesucht, aber dass neben so einer Statue auf so einem Sockel so ein kleines orangenes Röhrchen liegt. So. Ich denke langsam, diese Piratengeschichten sind bloßer Aberglaube. Da könnten Sie schon recht haben, Holmes. Und was ist mit dem Geist? Wer weiß, Watson? Wer weiß? Holmes! Kommen Sie, Watson! Wir sind doch Männer der Wissenschaft, oder? Eine echte Gefahr erwartet uns in diesem Leuchtturm, wenn wir ihn erreichen. Zu Ihrer Beruhigung werde ich die Führung übernehmen und als Erster hinuntersteigen. Mal sehen. Das scheint mir ein recht steiler Abstieg zu sein. Wie sollten wir das angehen? Mit Seilen. Zum Beispiel. Ich muss aufpassen, nicht hineinzufallen. Ich muss aufpassen, nicht hineinzufallen. Okay. Ich muss aufpassen, nicht hineinzufallen. Mhm. Probieren wir nochmal mit dem Stab hier oben. Das war jetzt so der einzige Gegenstand, mit dem ich noch interagieren konnte, aber vorher noch nichts machen konnte. Wäre ja nicht unüblich, wenn ich... Das feuchte Holzstück. Okay, vielleicht muss ich das Seil irgendwo ran festbinden. Vielleicht an einem Stein oder hier dran. Hier vielleicht. Jawohl. Bis gleich, Holmes. Alles in Ordnung? Oh Gott. Keine Sorge, Watson. Ich bin anscheinend heil geblieben. Das Seil ist hinüber. Aber das Glück ist auf unserer Seite, denn die Laterne ist unbeschädigt. Können wir die ja gleich weiter benutzen. Der Boden ist nicht fest. Ich traue mich keinen Schritt weiter ohne Licht. Holmes, ich werde versuchen, zu Ihnen zu kommen. Nein, Watson. Bleiben Sie, wo Sie sind. Das Seil ist nutzlos. Wir sind getrennt, mein Freund. Ich werde versuchen, den Weg zum Leuchtturm allein zu finden. Obwohl ich mich, ehrlich gesagt, mit einer Waffe in der Tasche besser fühlen würde. Nein! Behalten Sie Ihre Pistole. Es könnte sich ein Schuss lösen, wenn Sie sie fallen lassen. Ah! Ich habe eine Idee! Werfen Sie mir stattdessen den Eisenstab dort zu! Aber nicht auf mich. Achtung! Watson, was haben wir für ein Pech? Er ist stecken geblieben. Holmes, ich verstehe nicht, was Sie sagen. Ich kann ihn kaum noch hören. Pech gehabt. Das Loch muss durch Schutt blockiert sein. Von jetzt an habe ich nur noch meinen Verstand an meiner Seite. Oh je. Und offensichtlich keinen Eisenstab, wo auch immer der jetzt festgesteckt haben soll. Egal. Okay. Gehen wir weiter, beziehungsweise ich werde Moin und Messer. Der einzige Feind, den ich damit besiegen könnte, ist eine Portion Pudding. Und auch nur dann, wenn er nicht zu fest ist. Dieses Skelett ist versteinert. Es muss seit Jahren hier liegen. Ich würde sagen, seit Jahrzehnten. Ich brauche etwas. Du brauchst was? Warum sieht es hier jetzt plötzlich aus wie ein Säbel, während es gerade nur ein Messer war? Okay, liebe Leute, ich würde hier schon jetzt mal einen frühzeitigen Cut setzen. Oh Gott. Ja, wobei, wir können ja noch kurz 2-3 Minuten weitergucken. Wo sind wir denn hier? Ich hätte gern... Armer Teufel, der Alkohol hat ihn getötet. Ganz bestimmt. Okay, da geht es noch weiter.
Erstmal gucken, hier ist so bestimmt irgendwo wieder was versteckt. Segel, Segel und noch mehr Segel. Sie könnten als Lumpen dienen. Wir werden sehen. Irgendwas anzünden wollen oder so. Lumpen. Kann ich den Alkohol trinken? Nein. Da ist vermutlich nichts mehr drin. Oder so. Oh Gott. Oh, ich dachte gerade, da drüben steht jemand. Es war nur Licht. In VM. Never mind. Okay, und hier sind nur noch Trümmer. Über die ich aber rüber kann. Ja, moin. Ja, Holmes ist mal ausnahmsweise nicht unnütz. Wie sonst immer. Wenn ich laut rufe, hört mich Watson vielleicht. Hey, Arschloch! Watson! Hallo! Watson! Es hat keinen Sinn. Er hört mich nicht mehr. Vielleicht, wenn ich ein Megafon habe. Wenn ich mir selbst... Oh Gott. Selbst ein Megafon gebaut habe. Der Alkohol hat dir eindeutig alles zerstört. Genau. Der Alkohol. Genau so ist es, Holmes. Du solltest dir, by the way, mal darüber Gedanken machen, Holmes, ob du nicht mal deinen eigenen Drogenkonsum einstecken möchtest. Oder lieber auf Alkohol umsteigen wollen würdest. Na, schauen wir doch mal, was es hier hinten noch gibt. Ei. Das wird sich sicher als nützlich erweisen. Ein Trichter? Bestimmt. Kann ich das auch mitnehmen? Nein. Was war denn das hier? Oh Gott. Das lässt sich gut als Leiter benutzen. Klar. Nehmen wir alles mit. Wollen wir noch den Trichter hier mitnehmen? Oder das hier. Einfach mitnehmen. Einfach einstecken. Okay, ich kombiniere jetzt mal kurz random alle Gegenstände miteinander. Scheint aber nichts zu bringen. Okay. Als Leiter. Ah ja, schöne Idee. Ach so, Moment, ich könnte natürlich auch hier hoch. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, gerade ehrlich gesagt. Aber das kann ich ja auch mal gucken. Wenn das irgendwie was... Ja, andererseits, was will ich da oben? Ich könnte von da aus Watson rufen. Aber ich habe eher das Gefühl, ehrlich gesagt, dass ich die Leiter hier hinten gut gebrauchen könnte, wo die Stacheln waren. AKA hier. Ein Sturz in diese Spalte wäre der sichere Tod. Wenn ich diesen Felsen bewegen könnte, könnte ich wohl weiterkommen. Ich brauche etwas. Wenn ich diesen Felsen bewegen, ich brauche etwas. Aha. Wenn ich diesen Felsen bewegen, Okay, wenn ich hier höher... Nee, warte mal. Wenn ich hier höher klettere... Watson! Nee. Aber hier, auch Megafon. Watson! Nimm das doch als Megafon. Funktioniert das so nicht? Dann halt nicht. Aber wozu brauche ich denn dann eine Leiter? Da muss ich ja doch hier drüben hoch drüber klettern, oder nicht? Also hier, meine ich. Aber was bringt mir das denn? Und vor allem, wo kann ich das machen? Da ist wieder irgendwo ein Prompt versteckt. Oder hier? Wie ist denn das hier? Hier vielleicht hochklettern? Ja, hier ist etwas. Ja, hier ist etwas. Ja. Dann go. Ja, hier ist etwas. 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 Okay, hier ergibt doch dann die Leiter Sinn, oder nicht? Holmes, stell dich nicht so an. Okay, ja, ich sehe das. Ich möchte jetzt gerne hier. Die Balken kommen zweifellos von einer Struktur an der Decke. Vielleicht gibt es dort etwas Interessantes, aber ich kann es nicht sehen. Ja, dann stell doch hier deine Scheißleiter ran. Ja, hier ist etwas. Holmes.
Kamera müsste sich mal eigentlich... Die Kamera ist nicht dafür, dort hochzuklettern. Warte mal, was ist denn hier? Jetzt ist das dazu nicht zu gebrauchen. Sicher? Jetzt ist das dazu nicht zu gebrauchen. Jetzt ist das dazu nicht zu gebrauchen. So ist es nicht richtig. Nochmal von vorne. So ist es nicht richtig. Nochmal von vorne. So ist es nicht richtig. Ich muss eine Möglichkeit finden, sie zu bewegen, ohne sie zu zerstören. Ich verstehe gerade noch nicht, was das bringt. Ach, du leuchtest da jetzt hin, damit du das jetzt siehst. Geschafft. Okay. Ich frag mich. Ja, wunderbar. Was haben wir denn hier? Ein Pulverfässchen. Es ist fest versiegelt, also kann man das Pulver vielleicht noch benutzen. Das kann ich nicht nehmen. Trichter. Na bitte, geschafft. Was ist jetzt hier drin? Die Bombe ist fertig. Ich habe eine Bombe gemacht. Cool. Kriege ich jetzt meine Lampe noch wieder, bitte? Dankeschön. Da unten werde ich die Bombe nicht brauchen. Nur wie zünde ich die denn an? Oder ist das eine mit Druck? Nee, das ergibt eigentlich keinen Sinn. Da brauche ich schon... Echt mal, wo sind meine Streichhölzer? Habe ich die in England gelassen? Es ist zu dunkel hier drin. Hä? Ach, ich habe die Lampe nicht mitgenommen. Da hängt sie. Ganz einsam. Hallo. Dankeschön. So. Vielleicht ist es ja doch nur eine Druckbombe. Ich bin noch am Leben. Aber meine Laterne ist kaputt. Es ist zu dunkel hier drin. Watson! Jetzt geht's wieder. Das ist nämlich genau das, was ich vorhin meinte. Ist das der Geist? Watson! Ich bin es! Holmes! Der Geist von Holmes? Was haben Sie vor? Watson! Watson! Ah, gut, Watson, da sind Sie ja endlich. Ich bin es tatsächlich, Holmes. Keine Sorge, ich bin hier auf meinem Posten wie der Fels in der Brandung. Ich höre etwas schlecht in letzter Zeit. Tut mir leid, mein lieber Watson. Haben Sie zufällig Streichhölzer dabei? Ja, nehmen Sie die hier. Danke, Watson. Sie haben getan, was Sie konnten. Jetzt gehen Sie lieber und suchen Sie Unterschlupf vor diesem Sturm. Ich glaube, ich bin jetzt auf dem richtigen Weg. Es macht mir überhaupt nichts aus, Holmes. Ich bleibe in der Nähe. Rufen Sie einfach und schon bin ich da. Guter Mann. Wo wäre ich ohne meinen Boswell? Ohne meinen Watt? Egal. Okay, jetzt wo ich Streichhölzer habe, ist es doch es bestimmt... Es ist zu dunkel hier drin. Nein, es ist nicht. Es ist zu dunkel hier drin. Okay, dann brenne ich einmal die Lampe mit meinen... Warte, wie wär's mit dem Knochen? Einige dieser Knochen sind mit... So. Öl. Warte mal. Wie brenne ich denn das jetzt an? Ja, ich hab das schon kapiert. Aber ist hier vielleicht das Öl auf dem Boden ausgelaufen bei der Laterne? Ist doch irgendwo jetzt angeblich eine kaputte Laterne. Hier. Hast du Öl verloren? Du bist doch eine Öllampe, oder? Nee, du bist keine Öllampe. Wo kriege ich denn sowas jetzt her? Bei dem Alkohol vielleicht. Der war hier drüben. Also ich meine, Alkohol funktioniert ja auch, ne? Statt... Ihm hat es offensichtlich zu gut geschmeckt. Ah,
Es ist noch was übrig. Dieser Tropfen dreht einem die Eingeweide zu 95 Grad um. Oh Gott. Und er wird mit dem Alter nicht besser. Okay, machen wir daran. Jetzt machen wir das. So, jetzt können wir die wieder ausrüsten. Jetzt mache ich noch die Bombe und dann mache ich einen Cut. Das ist doch ein wunderbares Timing, dann würde ich sagen. Und ein guter Abschluss für den Part. Der Part endet dann auf einen Knall. Okay. So. Und so. Und so. Jetzt. Warte mal, muss ich das auch noch tränken? Nee. Okay. Bumm. Yeah. Gut, liebe Leute. Danke für den Schal. Und hier, offenbar noch bei einem Rätsel, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Bis dann. Und tschüss im Kopfschi.